Mal gucken, ja. Ja, gut. Ja, hallo, nochmal zur Vorstellung. Mein Name ist Olaf Wolf, bin 59 Jahre alt, bin fast 30 Jahre verheiratet, 29 Jahre und ein bisschen, ist ja auch mal heutzutage eine Leistung, und habe zwei Kinder und bin bei der Leica Kamera als Referent und als technischer Außendienst eingestellt. Und ich hatte heute Morgen das Vergnügen, das Thema SL2S mal kurz vorzustellen. Wie gesagt, wir können es ja genauso noch vertiefen, dass die Kunden, die da Fragen haben, mich telefonisch kontaktieren. Ich hatte auch in den Chat meine Nummer reingeschrieben, also das ist keine Geheimnummer, und meine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich gesagt, ich will euch nachher noch mal ein paar Sachen so zeigen. Ich habe zwei Reisen gemacht, einmal mit meiner Familie und einmal mit meiner Tochter und meinem Sohn. Und wie gesagt, das war in die USA, Südwesten der USA. Ich habe einen Freund, der wohnt in Salt Lake City. Und da, wie gesagt, war das sehr einfach. Und eine andere Reise haben wir gemacht nach Namibia, Botswana. Das war mit meinem Kollegen Udo Zell. Und wie gesagt, da starten wir auch damit jetzt heute mal mit Namibia, Botswana. Das ist nur mal so ein kurzer Abriss, was man mit Leica-Kameras so machen kann. Und wie gesagt, im ersten Bild sieht man schon unsere Truppe, die da steht. Unten links ist der Kollege Udo Zell, der jetzt im wohlverdienten Ruhestand ist. Das ist auch bei mir nicht mehr so weit. Aber wie gesagt, da haben wir so eine schöne Gruppe gehabt mit einem Brasilianer, mit Peruaner, und unser Pilot, der war wirklich krass. Das ist der mit dem Bart im Vordergrund. Also es war schon sehr, 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 sehr speziell, mit so einem Buschflieger da sowas zu machen. Wir sind gleich losgestartet und kamen dann in Sossusvlei Vlei an. Sossusvlei Vlei ist bekannt, mit, ganz klar. Also diese Bilder kennt man bestimmt. Der eine oder andere hat sie vielleicht auch schon selbst fotografiert. In der brütenden Hitze da drin zu stehen, macht das schon manchmal keine Freude, aber die Motive entschädigen natürlich. Das muss man natürlich dazu sagen. Beim nächsten ist einfach hier auch wieder diese bizarre Lichter. Ich habe auch mal ganz bewusst hier auch mal, um die Qualität der Objektive deutlicher hervorzubringen, also mal volle Kanate in die Sonne gehalten. Und das ist nicht so die Sonne, wie wir es bei uns kennen. Ja, auch wenn es bei uns sehr warm war in den letzten Sommern. Aber das ist schon da nochmal eine andere Nummer. Und da habe ich ganz bewusst volle Granate reingehalten. Und man sieht also auch, chromatische Aberrationen sind da nicht zu sehen. Und auch, wie gesagt, einfach mal, ja, um einfach mal ein bisschen Stimmung, wie mit diesen bizarren Formen. Und die Bäume stehen da immer noch. Also es ist einfach für mich unfassbar in dieser extremen Trockenheit. Wir sind dann von dort aus, sind wir mit einem Buschflugzeug, das habe ich euch ja am Anfang gesagt, da muss man genau darauf achten, was man mitnehmen darf. Also wenn wir sind da geflogen, da darf es also nur so und so viel Kilo sein. Wir sind dann abends wieder zurück, deswegen darf man da nicht so eine Tonne schwere Sachen mitnehmen. Da wird genau ausgewogen beim Abheben, ob das alles genau funktioniert. Und wie gesagt, und da sind wir dann sehr tief über die Wüste in Namibia geflogen. Und wenn man dann sieht, wie gesagt, was da für bizarre Formen, und wenn man aus dem Flugzeug raus fotografiert, das sieht man im nächsten Bild, da sieht man zum Beispiel so eine bizarre Form von oben, und das ist einfach sehr schön. Wie gesagt, man hat in dem Flugzeug an der Seite ist so ein kleines Fenster, das kann man dann hochklappen, ist dann irre laut. Und wie gesagt, und da muss man sagen, wird man aber entschädigt durch sowas, denn ihr kennt das selber, der mit dem Flugzeug schon geflogen ist, eine Scheibe ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ja. Im nächsten, da sieht man aber auch hier mal, das sieht eine Form aus, sieht auch, also wie ich das da genommen habe, das war übrigens mit einer S-Kamera mit 2490. Wir haben auch später noch ein paar andere Kameras im Einsatz, das sehen wir im nächsten Beitrag dann auch noch, das ein oder andere mit einer anderen Kamera. Aber wie gesagt, das ist jetzt SL 2490, und wir hatten schon die ersten Prototypenmuster der SL2, die kamen ja als erstes, und danach kam ja die SL2S. Dann hatten wir einen tollen. Das nächste ist dann zum Beispiel ein toller Airport, Terminal 1, mitten in der Wüste, beziehungsweise mitten in dieser kargen Landschaft. Aber natürlich der Himmel ein Traum. 16-35er Objektiv, L2, schon Prototyp mit dem 16-35, was ein gigantisches Objektiv ist.
auch in den Abmaßen, halt auch ein bisschen größer, aber wie heißt, was gut ist, braucht Platz. Und deswegen haben wir dann, wie gesagt, sind wir da angekommen und sind dann gleich durch die, wie man sagt, durch die Steppe gefahren, beziehungsweise dann sieht man gleich im nächsten Bild, dass wir dann auch hier dann die Antilopen da sehen im Vordergrund. Und man hat auch das Gefühl, dass die Welt gleich untergeht, aber auch 1635, das ist also, wo man sagt, naja, das ist dann schon spektakulär, wie man so schön sagt, Vordergrund macht Bild gesund, das ist ein alter Spruch meines Kollegen Oliver Richter. Und wie gesagt, und das ist einfach schon schön, wenn man, wie gesagt, für die Strapazen dann auch belohnt wird bei dieser Hitze. Wenn es dann abends dunkel wird oder dunkeler wird, beim nächsten Bild zum Beispiel, sieht man, da ist eigentlich die Sonne schon untergegangen und dennoch hat man noch diese Wolkenformation. Das sind keine Photoshop-Wolken. Also wer da schon mal in dieser Gegend war, wird mir zustimmen, dass das keine getürkten Wolken sind. Kann auch jedem, der das Original sehen will, auch gerne zuschicken. Also nicht, das ist nicht das Problem. Dann sind wir weiter zur Etosha-Pfanne gefahren und die Etosha-Pfanne ist sehr, sehr warm. Und da, wie gesagt, und da sieht man natürlich, wie die Tiere sich am Wasser tummeln. Und da zum Beispiel sieht man nicht so oft, dass das Zebras sich da auch, man kennt es von anderen Tieren vielleicht eher mal, aber dass Zebras schon so wild aufeinander losgehen, ist auch ein Thema. Das ist mit dem 90-280 aufgenommen, auf der größten Telestellung 280 mit dem SL-Objektiv und an einer SL 601, also an der Vorgängerversion der aktuellen Kamera. Dann macht sich ein Pärchen Löwen, da sieht man auch, dass sie da sich da, da war es, also da war es schon brütend heiß. Ich war froh, dass ich die überhaupt mal aufgenommen konnte, weil, wie gesagt, das ist auch ein Crop vom 90-280, habe ich da nochmal extrem gezoomt, beziehungsweise rausgekroppt, aber wie gesagt, um eben, die Löwen sind schlau, die haben sich gedacht, na, die sitzen im Auto, lassen sich den Pelz vollbrennen, während wir hier wunderschön im Schatten liegen. Und die Elefanten tun es einem gleich. Die Elefanten sind auch eine gemütliche Sorte. Also wenn man sieht, afrikanische Elefanten, ich habe nachher ein schönes Bild, wo mein Führer, der uns da mitgenommen hat, das war ein ganz, ganz netter, also das war ein super Typ und der hat uns dann zu einer schönen, ja, etwas spektakulären Art geführt. Und hier sieht man nochmal im Abschluss das Bild der klassischen Etosha-Pfanne, da sieht man, dass da hinten das Weiße, da wächst nichts mehr. No. Dann abends beim Essen hatten wir dann jemanden da, der hat da gekocht und auch da in der brütenden Hitze, ich schon, ohne dass ich kochen musste, schon geschwitzt wie verrückt, aber der hat das alles über sich ertragen, die haben über offenem Feuer gekocht und das war halt sehr, sehr. Ja, das war halt schon sehr, sehr geil, was sie da gemacht haben. Und die waren einfach toll und die haben gesagt, und ich wollte immer diskret sein, aber der hat dann gesagt, ah, fotografier, Foto, 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 hat er alles gesagt. Er war ganz stolz, dass er so oft fotografiert worden ist. Auch seine Assistentin im nächsten Bild war auch sehr nett. Auch die Lichtsituation war sehr, sehr schwierig. Eigentlich, na, wie heißt es, war eigentlich deutlich dunkler. Aber wie gesagt, die haben es auch einem sehr leicht gemacht, weil die einfach sehr gerne fotografiert worden sind. Dann gehen wir, wenn man schlafen geht oder morgens aufwacht, das nennt man ein Zelt. Das ist so, sieht das in diesem Zelt aus. Und das ist immer sehr spannend, wenn dann abends zum Beispiel das eine oder andere Wildtier, ich habe zum Beispiel auf meiner Veranda, das ist mein Zelt gewesen, auf meiner Veranda habe ich so eine Bananenschale liegen gelassen und ich sehe dann abends, dann war ein bisschen Vollmond und dann sehe ich dann, wie so ein etwas Großes auf mich zukommt und der hat aber nur, das war ein Elefanten, ein Bulle, der hat dann auch mal ein bisschen geguckt, was es da zu essen gibt, aber da hat er gemerkt, da gibt es nichts mehr, da ist nur Bananenschale, das ist auch nicht so spannend. Dann ist er einfach weitergezogen. So, das nächste Bild sieht man mal einen Blick in dieses Zelt. Ja, was sagt man dann? Ja, kann man ja sagen, ja, die Tuaregs haben auch vielleicht solche Zelte, aber das war auch sehr, sehr, das waren sehr, sehr schöne Zelte und die hatten auch diese, wenn man links damit man durchgucken konnte, das war so dünn und engmaschig, ich habe aber jeden Abend immer drunter geguckt unter mein Bett, ob da irgendwas drin rumkeucht und fleucht, aber das ist so hermetisch abgedichtet, da achten die Ranger da sehr drauf, dass einem da nichts passiert. Dann sind wir am nächsten Morgen zu den Victoria-Fällen gefahren und die Victoria-Fälle, ja,
Wir hatten ja letztes Jahr recht wenig Wasser, aber jetzt habe ich gehört, dass es wieder sehr viel Wasser war, als wir da waren. Da hat es dann mächtig heruntergeprasselt, beziehungsweise das Wasser, und man sieht auch diese Wassergicht, die da ist. Und im nächsten Bild sieht man mich in einer, ja, wir reden, ich habe nicht geduscht, es hat auch nicht geregnet, sondern es war einfach nur nass. Und diese Gischt, die darunter, diese Wassermassen, wenn man die nicht selber mal gesehen hat, der glaubt gar nicht, was da los ist. Aber wie gesagt, Kameraausrüstung, auch sowas, man sieht, ich habe da alles so umhängen. Ich hatte morgens früh, hatte ich mir die, weil wir heute Morgen über IP54 gesprochen haben, das ist IP88, sage ich jetzt mal, was da gefordert ist. Also sage ich jetzt mal so übertrieben. Da muss man einfach sagen, das war schon toll. Aber wie gesagt, und ich habe jedes Mal mir so eine Tüte mitgenommen vom Frühstück. Aber das hat jedes Mal lief mir das Wasser dann, wenn ich da die Kamera ins Auge hielt, jedes Mal lief mir das Wasser ins Auge. Und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, ich mache die Tüten jetzt ab und da ist Ruhe im Schacht. Und habe einfach fotografiert, denn ich wollte ja die Landschaften und die Motive fotografieren und nicht mich permanent konzentrieren darauf, ob jetzt irgendwas passiert. Aber wie gesagt, das war schon sehr, sehr schick. Ja. Danach, nach dieser Dusche, vorne dann von so freundlichen Menschen empfangen worden. Also, das war jetzt in Botswana. Und Botswana, auch da die Menschen, ganz toll. Also, was soll ich sagen? Ja, da wünsche ich mir auch hier in unserem Land das ein oder andere, dass es so in der Form etwas, der Umgang besser wäre. Mhm. Dann sind wir weggeflogen von dort und dann sind wir noch ein Dreh über die Victoria-Fälle, was normalerweise nicht erlaubt ist, aber der Pilot hatte da, wie immer, man kennt, der eine kennt den und der kennt den und der kennt den und der hat ihm dann die Überflugerlaubnis erteilt, dass wir da mal über die Victoria-Fälle fliegen konnten. Aber immer das Tolle ist immer an der Seite, Klappe auf, war höllisch laut, aber wie gesagt, die Bilder werden dann schon schärfer, als wenn man durchs Glas eines Flugzeuges fotografiert. Dann natürlich, die Tierwelt darf auch nicht fehlen, ja, die Flusspferde, das ist immer, wir waren ja mit so einem ganz kleinen Bötchen da unterwegs, also wir reden jetzt nicht von einem richtig großen Motorboot, sondern wir waren da so, ich sag mal, eher nussschalentechnisch so unterwegs und da sollte man den Abstand zu den Flusspferden doch etwas einhalten. Wir waren auch am Rande, haben wir dann nachher fotografiert. Die Kleinen kommen raus und wenn man auf die zugeht, zack, verschwinden die im Wasser, während die Großen sich da gar nicht beirren lassen. Die kommen erst raus, so gegen 6:15, 6:30. Ja, die haben jetzt ähnlich dieselbe Zeit wie wir. Dann kommen die raus aus dem Wasser, weil dann sagen die, das ist okay. Aber wenn man da um 4 Uhr hingeht an den See, kommt keiner von den Großen raus, weil die sich sagen, wir sitzen hier im kühlen Nass, während die Leute, die Touristen da draußen uns fotografieren, sollen sie doch. Dann haben wir ein Krokodil, das war sehr, sehr nah. Das habe ich mit dem 90-280, aber das weiß ich noch, das war so 120 mm oder 130 mm. Da habe ich auch gedacht, naja, da waren wir sehr nah dran und sind auch kurz an diese, das war so eine kleine, in dem See, so ein kleines vorgelagerte Mini-Insel. Da lag der, aber ich vermute, dass der vorher schon gut gespeist hat, denn der hat noch nicht mal versucht, die Augen nur zu öffnen. Also, aber riskieren näher wäre jetzt ein bisschen fatal, aber der war so entspannt und naja, wie man halt als Krokodil so entspannt sein kann. Ne? Abends dann wieder wunderschöner Sonnenuntergang. Also das ist wirklich eine tolle Sache, die man da braucht man wirklich, wenn man dort ist, kein Photoshop. Das ist dort nicht nötig. No? Und beim nächsten sieht man auch nochmal, auch hier, ja, da sind wir auch mit so Nussschalen da rein. Da sollte man, wenn man da ist man versucht, immer die Hand ins Wasser zu halten. Bitte auch da mit 16-35, einer meiner Lieblingsobjektive beim SL-System, würde ich nicht machen, weil, wie gesagt, da kann immer ein Onkel Otto, sprich ein Krokodil, im Wasser liegen und schnapp ist der Arm ab. Na? Und das sollte man möglichst vermeiden. Dann, wie gesagt, auch da wieder gegen Abend, auch immer wieder diese schöne Stimmung, ist einfach wunderbar. Wenn man die Bilder, ich habe einen Heimkinoprojektor eines sehr namhaften Herstellers, ich
und von der Firma Sony, ich sage das ganz offen, der Heimkinoprojektor ist ganz toll. Und wenn man da die Bilder, die Leica-Bilder sich ansieht auf so einer Großleinwand, dann ist das nochmal viel schicker, als wenn man sie nur auf dem Monitor sieht. Dann hatten wir das Glück, an einem frühen Morgen schnell diese Geparden-Familie, das ist eine Mutter mit zwei Jungen, zu fotografieren. Die waren sehr entspannt. Also wir waren da wirklich sehr, sehr nah dran. Wir brauchten die großen Teleobjektive im großen Bild gar nicht auszupacken, weil die sind da sehr, sehr, manchmal kommt es sogar vor, dass die Geparden, wie man auch Cheetahs, wie man auch sagt, dass die sogar auf das Auto draufspringen. Aber die haben, der Mensch fällt normalerweise nicht in das Beuteschema. Und deswegen ist das auch kein, Gott sei Dank, kein großes Problem. Am nächsten zum Beispiel, die in der Tierwelt sind, so ein Vogel, ich weiß gar nicht, wie der heißt, sieht aus wie ein bunter Vogel, scheint ein Paradiesvogel zu sein, sage ich jetzt mal so. Nein, das ist, muss ich sagen, kenne ich nicht, aber da sieht man mit 90-280, da brauche ich das, weil der, wenn man da zu nahe kommt, flatt, ist der weggeflogen. Das ist dann leider auch nicht so schön, aber wie gesagt, da hat er schöne gute Figur gemacht. Na, natürlich, meine persönlichen Lieblinge sind natürlich Elefanten. Ja, da, die waren sehr, sehr nah dran. Und unser Ranger hat immer gesagt, ja, fotografiert, kein Problem, ganz entspannt. Und wenn die am Grasen sind, dann lassen die sich auch normalerweise nicht aus der Ruhe bringen. Bis auf einen, der dann ein bisschen rausgeschlagen ist. Dann im nächsten Bild sieht man das dann. Der kam dann, der war dann sehr sauer und der kam dann auf uns zugerannt. Und ich wusste ja mich nicht, ich wusste ja, kannte ja die Verhaltensweise eines afrikanischen Elefantenbullen ja nicht. Aber der sagte, Foto, Foto, Foto. Und ich habe alle auf die Kamera runtergenommen und sagte, nein, Foto, Foto, ich soll anlaufen, fotografieren. Er greift schon ein, er greift schon ein. Da habe ich gesagt, okay. Wenn er meint, davon habe ich natürlich eine ganze Serie, auch mit dem 90-280 gemacht. Und tatsächlich, als er dann relativ nah war, das sieht man dann im letzten Bild, da sieht er dann, lässt er ab. Warum? Weil der Ranger hat dann mal kurz in die Hand geklatscht und dann bleibt der stehen. Ja, und dann, weil das Klatschen in seiner Natur nicht vorkommt, und da ist er ganz irritiert, ein großer Erfolg. Und da hat er mir auch erzählt, ja, wenn ein afrikanischer Bulle angreift, er greift normalerweise nicht, auch wenn man als Person dort in der Steppe steht, er greift eigentlich nicht an. Er tut nur so, er greift an, bremst dann ab und überlegt, was macht er? Und will einfach nur sagen, geh aus meinem Territorium. Es kommt äußerst selten vor, dass ein afrikanischer Bulle losläuft und alles umrennt. Normal, das kommt nicht so, das kommt eigentlich weniger vor. So hat man mir das berichtet. Ich bin kein Tierexperte. Aber wie gesagt, man sieht dann hier bei diesem Bild natürlich schön, dass er tatsächlich auf das Klatschen des Rangers abgelassen hat. Und das war eins meiner letzten Bilder dort. Und es ist halt immer nur zeitlich ja auch begrenzt jetzt hier meine Redezeit. Und dann sieht man unser Team wieder, wie wir da wieder weggeflogen sind. Und so, das war die Tour, die ich gemacht habe mit meinen Kollegen oder mit meinem Kollegen, den ich auch sehr geschätzt habe und immer noch schätze, davon ganz abgesehen. Und der hat mir viel beigebracht und deswegen bin ich ihm da auch dankbar. In der nächsten Tour, da war ich mit meiner Familie unterwegs und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich war in Salt Lake City, beziehungsweise von dort aus sind wir bis nach San Francisco, und dann, aber das wird er jetzt gleich sehen, so eine kleine Rundtour. Das sind nur alles Bilder, wir reden ja nicht über Technik, wir reden mal über Bilder, die man mit unseren Geräten machen kann, und das ist eigentlich auch, das wird immer viel zu wenig gemacht, dass man diskutiert immer zu viel über Bilder, über Technik. Man muss nicht immer die letzte ausgefeilte Technik machen, um gute Bilder zu machen. Ich kenne viele Amateurfotografen, die machen grandiose Bilder und haben überhaupt gar nichts extrem Hochwertiges. Aber wie gesagt, natürlich, wenn beides zusammenkommt, ist natürlich immer schön. Hier sieht man die Stadt Salt Lake City mit dem Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Und da, das ist das Zentrum dieser Kirche. Und wie gesagt, ein Freund von mir, der mein Vater vor 45 Jahren getauft hat, mein Vater ist 90, der ist Mitglied der Kirche und
Wie gesagt, der hat mich damals, der hat, zu dem habe ich immer noch Kontakt und das ist einfach das Schöne. Da war ich damals 16, er 19, er ist jetzt 61, also kann man sich vorstellen, dass ich eine sehr starke Bindung zu Salt Lake City habe. Für mich eine der tollsten Städte, die es gibt, aber da, jeder hat ja seine eine andere Meinung. Das sieht man im nächsten Bild auch, das ist den Tempel nochmal und dann geht es dann auch schon los. Dann sind wir von Salt Lake City in Richtung Yosemite gefahren. Das sieht man, da hat man auch gedacht, auch wieder, das ist jetzt mit der Leica CL gemacht. Auch die wird immer so ein bisschen unterschätzt, die Leica CL, auch hier mit dem 1123, was ja einem 1635 entspricht, aber natürlich in den Abmaßen deutlich kleiner ist. Aber auch tolle Bilder macht, denn wie gesagt, wenn man das auf einem 4K-Heimkinoprojektor zeigt, die Qualität hätte ich gerne mal im Dia gesehen. Also ich habe ja selber auch jahrelang Dias fotografiert. Und war immer begeistert und habe immer gesagt, ich kaufe mir erst einen richtig guten Beamer, wenn die Qualität vom Dia überholt wird. Ja. Und deswegen ist das nächste, da sieht man, das ist jetzt ein kleines Mini-Panorama, das ist auch der Eintritt in den Yosemite. Und wie gesagt, das ist für mich einer der tollsten Nationalparks, wobei Yellowstone die Mutter aller Nationalparks ist. Aber das war wieder eine andere Tour von mir. Aber wie gesagt, dieser Nationalpark macht auch sehr viel Freude. Beim nächsten Bild sieht man zum Beispiel bei dem 1123, da sieht man mitten im Bild oben meine Tochter stehen. Und da habe ich meiner Mutter erzählt, die ist da riesenweit hochgestiegen. Die war da vielleicht 6, 7 Meter hoch, ganz normaler Weg. Habe meiner Mutter erklärt, dass meine Tochter ganz hoch, dass die Enkelin ganz weit hochgeklettert ist. Und dabei sieht man einfach, was man mit 1123 für eine Dimension machen kann. Der Berg ist längst nicht so hoch, wie er jetzt da auch gezeigt wird. Ja, dann in der Eintritt, dann hier diese Seen, die da zum Weg zum Yosemite sind. Das ist schon immer wieder spektakulär. Da reiht sich ein See an den nächsten. Das sieht man da beim nächsten Bild zum Beispiel auch. Ja. Auch 1123, das ist eine meiner Lieblingsobjektive an der Leica CL. Dann kommt der Berg, der sogenannte El Capitan. Da wurde ja ein Film gedreht, wo einer da den Berg, da ist ja die steile Felswandung, ist ja knapp 1000 oder knapp 1000 Meter hoch, ist ja einer im Free Climbing da hoch. Und das gab ja einen Film, der wurde ja Oscar prämiert. Und das war schon, also das sieht noch nicht so weit, dass das 1000 Meter sind, aber es sind knapp über 1000 Meter steil hoch. Ne? Hier sieht man den El Capitan mal, da liegt der Fluss davor und von hinten dran sieht man ihn noch mal so ein bisschen. Und dann sieht man das ist auch wieder so ein typisches 1123-Bild, wie das nächste auch. Ja, auch da sieht man, wie gesagt, wie schön diese Landschaft dort ist und wie die Ranger oder die Kalifornier in dem Fall, war das ja, dass das alles gut in der Reihe gehalten wird und dass da man seinen Kram auch da seine Abfälle und alles immer schön mitnimmt und so weiter. Da kann man exorbitante Strafen kassieren, wenn man das nicht einhält. Das nächste Bild ist vielleicht auch spektakulär. Jetzt spektakulär nicht von der Aufnahme, sondern spektakulär von der Natur gemacht. Der Half Dome. Und das ist knapp 2600 Meter hoch. Ja, auch da haben sich schon Free Climber versucht, an der Wandung entlang. Aber das ist einfach zu glatt. Das kann man einfach im Endeffekt knicken. Und das sollte man auch nicht versuchen. Als wir dann vom Yosemite weg sind, dann fahren wir Richtung San Francisco. Und wie gesagt, da habe ich meinen Sohn gebeten, auf der anderen Seite aufzupassen, dass sein Vater noch überfahren wird. Auch 1123. Die Leica CL ist gerade für die Leute interessant, die mit kleinem Gepäck viel abdecken wollen. Ich habe zum Beispiel da jetzt zwei Gehäuse gehabt und drei Objektive. Da kann man schon jede Menge abdecken. Hab natürlich auch für so ein Bild wieder beim nächsten, die Leica M, natürlich, wie man so schön sagt, die Königin aller Kameras. Der ein oder andere, wird jetzt vielleicht lächeln oder so, aber irgendwo die Leica M, ja. Die M, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach eine wunderbare Kamera mit 35 mm jetzt hier. Ja, das ist so die Reportagekamera schlechthin und da habe ich auch so ein Bild gemacht. Das nächste ist auch mit der Leica M, ja, auch
Das ist San Francisco. Man sieht auch, dass da überhaupt kein Licht reinkommt, auch weil ja die Häuser so hoch sind. Und an da, wo ich jetzt stehe, steht der, war, glaube ich, der erste Amazon-Laden, den man to go benutzt. Da sind keine Kassiererinnen, da geht man rein, kauft was und geht wieder raus und dann zack auf dem Handy. Man muss allerdings diese App dazu haben, kann man dann sein, ist gar kein Verkäufer drin, sondern man nimmt das einfach in die Hand, geht durch die Kasse. Da ist jetzt auch kein Kassierer und kriegt dann das Geld von seinem Handy abgebucht, ja, oder von seinem Konto. Ne? Na klar, Cable Car muss man mal aufnehmen, klar. Die sind dort in dem Jahr war schon sehr viel, es ist einfach überfüllt. Wir sind nicht gefahren, wir haben es wieder fotografiert. Dann auch so abends die Stimmung, das ist mit dem 35-135, das ist das TL-Objektiv, auch da nur ein Ausschnitt, auch da war das schön, wurde da schön beleuchtet, links und rechts der Schatten. Also die Abendstimmungen sind immer sehr schick, dort in San Francisco mal zu fotografieren. Und dann bekommt man dann am nächsten Tag, waren wir dann natürlich die Golden Gate, ja, der Klassiker. Aber wer da auch schon mal war, weiß, dass die Golden Gate auch sehr im Nebel liegen kann. Und das ist uns sonst passiert, als wir zurückgefahren sind. Und dann sind wir zum Pier 39 gefahren, da wo die Seehunde liegen. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, guck mal da, da ist schon alles wieder zu. Wir waren gerade im richtigen Moment da an der Brücke und dann hält das nicht lange an und schon liegt die Brücke schon wieder im Nebel. Dann ist dann natürlich die nächste Straße auch wieder, will man sie ganz draufkriegen, ist schwer. Das ist die Lombard Street, die ganz bekannte kleine Straße in San Francisco, wo man mit dem Auto immer schon ganz langsam darunter tuckern muss. Und das hab ich jetzt während der Fahrt, haben wir da mal ein Bild aus dem Auto gemacht. Dann kommt das eines der berühmtesten Gefängnisse der Welt, glaube ich. Das ist Alcatraz. Das sieht man hinten, ganz hinten durch. Das war von der Cable in der Mitte. Auch da habe ich wieder meinen Sohn gebeten. Guck mal hinten, dass da keiner kommt. Und dann hinten sieht man das alte Gefängnis von Alcatraz. Dann sind wir natürlich zu einem sehr berühmten Ort in San Francisco oder ein bisschen außerhalb. Das ist mein Sohn und meine Tochter nach Cupertino gefahren und da musste man natürlich auch einen Stopp beim Headquarter von Apple halten. Da bleibt man eben und das ist schon, ja, das ist schon, ja, schon geil gemacht. Das muss man einfach sagen. Sie wissen halt, wie es geht. Das muss man einfach lassen und das war schon sehr schön. Und wie gesagt, wenn das UFO da hinten liegt, das ist alles super organisiert, super sauber, das ist alles ganz toll. Und natürlich, klar, mussten die Kinder, man kauft natürlich lieber im Headquarter als in irgendeinem Apple Store sonst auf der Welt. Dann sind wir weitergefahren an der Westküste, nach Monterey. Das ist die berühmte Brücke dort, ja, in vielen Kinofilmen auch schon mal zu sehen. Und wie gesagt, das Wetter, natürlich, da könnte man jetzt sagen, wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Ja, und so war es dann auch hier, auch wieder 11:23. Eins, wie gesagt, kann ich immer mich wiederholen. Also Leica CL, wirklich, auch wenn der eine oder andere mal gesehen hat, ja, im Test, ja, schneidet gut ab. Aber wirklich, diese Kamera macht sehr viel Spaß, weil der Sucher auch schön ist, weil der Sucher schön groß ist, auch für Brillenträger gut geeignet. Und das ist schon, würde ich zumindest mal ins Auge fassen. Und dann sind wir dann Richtung Las Vegas gefahren. Und Las Vegas ist der typische Eingang von Las Vegas. Aber man muss immer wieder sagen, als ich vor 25 Jahren das erste Mal da war, da war an diesem Las Vegas-Schild kaum ein Mensch gestanden, eigentlich gar keiner. Ich war da der einzige abends um die Uhrzeit. Heute, das habe ich meinen Kindern gesagt, wir fahren jetzt mal dahin, Eingang von Las Vegas, muss man das Schild aufnehmen, ist doch klar. Also fahre ich dahin. Auch das ist allerdings, musste ich mit dem Tele aufnehmen. Die Aufnahme, die ist auch mit dem 135 gemacht. Die musste ich schon in die Telestellung, weil vor dem Schild stehen Hunderte von Leuten. Ist unfassbar. Also ist es also doch ganz gut. Früher hat ein Weitwinkel, wenn man sich da vorgestellt hat, ausgereicht. Jetzt muss ich schon deutlich weiter weggehen, um das überhaupt fotografieren zu können. Ne? Dann natürlich auch diese Geschichten hier. Das ist auch aus der Hand. Das sind alles Bilder, die jetzt kommen, sind alle aus der Hand. Ich benutze auf solchen Reisen grundsätzlich
Ja, mein Freund Norbert Rosing würde jetzt sagen, er benutzt für jedes Bild ein Stativ, da hat er ja recht. Aber das kann ich mir da in Las Vegas, ist das ein bisschen schwierig. Und ich fotografiere alles aus der Hand, auch manchmal längere Verschlusszeiten, die dann manchmal auch notwendig wären. Ich habe da wie bei dem zum Beispiel, gut, da habe ich jetzt ein Sechzigstel, das ging. Bei dem nächsten Bild zum Beispiel, das war schon eine Viertelsekunde aus der Hand. Und das geht auch. Ja, das auch mit dem 11:23. Natürlich stürzen da die Linien. Das sollte ja auch ein bisschen dramatisch sein. Ja. Und beim nächsten auch wieder sowas. Das ist ja dieses Venezia. Die Scheinwelt in Las Vegas wäre halt natürlich für meine Kinder natürlich toll, wenn, wie gesagt, ich bin ja, beispielsweise gesagt, 59, mein Sohn wird jetzt 20, meine Tochter ist 17 geworden. Ich bin ja ein relativ alter Vater zu meinen Kindern, aber die Kinder halten einen jung und sagen einem, wie die Welt geht, und das ist dann auch mal ganz gut. Und wie gesagt, und für die ist das natürlich ein Paradies, dass man um die Uhrzeit auch noch überall shoppen gehen kann. Meine Tochter findet das natürlich immer toll, Mädchen natürlich viel mehr als Jungs, aber wie gesagt, und da kommt man dann an da vorbei, und dann ist das natürlich auch schön. Das zum Beispiel, wie gesagt, ist, glaube ich, eine Viertel- oder Achtelsekunde aus der Hand. Von dort sind wir dann weiter zum Grand Canyon. Da brauche ich ja 1000 Bilder. Das kennt ja sehr viele. Das gehört aber zur Tour dazu. Auch wieder mit dem 11:23. Und dann kommt ein Bild, das ist auch, ja, das ist das Monument Valley. Ja, da muss ich sagen, das ist auch einfach, das ist aufgenommen auch mit dem 35, 135 Teleobjektiv von der CL. Aber wie gesagt, wenn man das projiziert auf einer Leinwand sieht, auf einer großen Leinwand, ich rede nicht von der Briefmarke, ich rede von der großen Leinwand, dann muss man sagen, ist das schon, ja, macht das Freude, so ein großes Bild. Dann sieht man, kann man wirklich jeden Stein erkennen. Dann sind wir von dort aus zum Arches National Park gefahren. Da war abends kein Mensch mehr. Normalerweise zahlt man ja immer $20 pro Nationalpark. Aber da war um die Uhrzeit, als das schöne Licht war, war schon keiner mehr da am Kassenhäuschen. Da fährt man dann einfach rein und gut ist. Ne? Und das, wie gesagt, es gibt noch andere Nationalparks. Ich kenne sie alle in Utah. Also ich war ja auch im Science. Das war aber auf dieser Reise jetzt nicht dabei. Bryce Canyon natürlich, klar. Ja, das ist eigentlich, das muss eigentlich immer, aber da sind wir diesmal nicht vorbeigekommen, weil wir ja schon mal da gewesen sind. Oder auch hier zum Beispiel, wenn die Sonne schon untergegangen ist, sieht man trotzdem noch Licht, also als wenn die hinten die Erde noch mal hell werden würde. Und dann sind wir nächsten Tag Arches National Park rüber. Dann sitzt man ja in Moab. Moab ist so ein kleines. Ja, da treffen sich die ganzen Biker, da treffen sich die ganzen Four-Wheel-Driver, und dann fährt man dann ins Canyonland. Und das Canyonland ist auch, was solche Sachen betrifft, sehr spektakulär. Und dann sieht man auch im Canyonland dann auch auf der anderen Seite vom Canyonland den Dead Horse Point. Da fließt der Colorado einmal so rum, auch immer wieder eigentlich, wenn, je nachdem, wie die Lichtstimmung gerade da ist, wie das Licht da gerade steht, ist das immer ein Farbenmeer. Kann jetzt so aussehen, nachmittags vielleicht so. Also das ist also schon ein schönes Gefühl, wenn man da steht an der Klippe und sieht sich da runter. Genauso wie hier, da geht es dann gleich in die andere Richtung, auch 300 Meter da, wo der Schatten ist, kann man da kann man ganz normal drauf, wenn es keine Gitter ist, alles da. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, nicht, dass man nachher doch mal 300 Meter weiter unten liegt. Und das ist auch mit dem 11:23. Also man sagt ja, hast du kein anderes Objektiv gehabt? Ja, aber das ist halt schon sehr speziell. Und dann morgens früh, da muss man ganz früh aufstehen, weil dann ist es, trotz dass es sehr kalt ist, ist es dann auch im Hochsommer super kalt früh morgens. Also ohne Jacke würde ich da keinem empfehlen. Man läuft ja vom Parkplatz etwa eine halbe Stunde zum Mesa Arch, der sonst ganz normal aussieht, aber wenn er morgens angestrahlt wird, wenn man das Glück hat, dass einem das so gewollt, dann wird er von unten so angefeuert. Und das ist einfach toll. Und dann stand dort ein indisches Ehepaar vor dem Teil, und alle anderen, bestimmt 20, 30 Leute, haben da gestanden und haben jetzt da geguckt. Dann habe ich dem in ganz normalem Deutsch gesagt, er möchte doch bitte da weggehen. Und komischerweise hat er das auch verstanden. Also man muss, glaube ich, die richtige Sprache sprechen. No? Dann das nächste ist dann
Dann kommen wir wieder zurück nach Salt Lake City und das ist dann die letzten zwei Bilder oder drei Bilder, die ich noch habe. Das ist das Conference Center der Kirche. Das ist mit 21.000 Zuschauern das größte, gibt es Versammlungsgebäude für kirchliche Zwecke. Und da unten sind 8.000 Parkplätze unten drunter. In diesem Gebäude liegen 80.450 Kilometer Kabel. In keinem Gebäude liegen mehr. Und dann natürlich dann hier dieses der Tempel mal entgegen dem Wasser fotografiert. Und dann kommen wir in das Haus meines Freundes ganz kurz mit zwei Bildern. Das ist das links das Fenster, wo er rausguckt, also links aus der Küche. Jeden Morgen, die der liebe Gott werden ließ, guckt er da raus und guckt dann auf das letzte Bild in diesem Ding da raus. Jeden Morgen auf dem Berg, auf der anderen Seite wurde der Abfahrtslauf der Herren 2002 in Salt Lake City, das ist nämlich die, das ist der kleine Ort Snow Basin, ist der, wurde der dort durchgeführt und da fahren auch Gondeln runter mit den ganzen Olympiasiegern. Jeder, auch der Markus Wasmeier hat dort einen Namen drauf und der George Huckel, das zum Abschluss hat mal gesagt, die schönsten olympischen Winterspiele, die ich erlebt habe, waren in Salt Lake City und dem ist, glaube ich, damit nichts mehr hinzuzufügen. Das war's. Ja, Olaf, vielen lieben Dank für deinen tollen Beitrag. Also ich habe jetzt hört mich einer von den lieben Menschen noch? Ja, wir können dich sehr gut hören. Also wir haben jetzt eben auch gerade gesagt, wir haben richtig Lust bekommen, jetzt wieder zu... Du bist jetzt durch, aber wir wollen noch gerade noch mal sagen, Bitte? Wir haben richtig Lust bekommen jetzt aufs Reisen. Und danke auch für den Tipp mit dem Elefanten. Also, einmal klatschen, da bleibt er stehen. Zweimal klatschen, einmal klatschen, ja genau. Und haben wir uns gemerkt, also das nächste Mal, wenn es nach Afrika geht, ne Frank? Dann werden wir uns das zu Herzen nehmen und dann klatschen wir auch. Und aber auf muss jeden man die Nerven haben. Genau, man muss die Nerven haben. Ich war tatsächlich schon mal in Kenia, so ist es ja nicht. Hier habe ich auch eine Safari mitgemacht. Ja. Ja, aber das wusste ich vorher echt nicht. Das war was Neues. Vielen lieben Dank für diesen tollen Beitrag. Wir würden uns freuen, wenn du noch einmal kurz in den Chat schauen würdest. Da sind noch zwei, drei kleine Fragen offen. Und ansonsten vielen Dank, dass du so spontan früher eingeschaltet hast für uns. Und alles gut. Ja, Leica ist spontan. Ne? Vielen Dank. Pass auf dich auf. Genau. Alles Bis klar. dann. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute für Tschüss. Euch. Tschüss. Ciao. Ja, und dann habe ich